YouTube gesehen? Bestimmt, ja. Digga, ich schwöre, das sind weniger als 30 FPS, wie das da läuft. Und Was ist denn das? Ist das so gesehen dieser Trailer davon? Da wo Jet und wo Jet einfach da und mit der Phoenix? Classic, nee, das ist nur das hat Trailer, wo Jet auf C Heaven mit der Classic die ganzen Leute auf den Kopf one-shottet. Ich wünschte, ich könnte das auch. Ich auch. Ja, eine Classic in der anderen one-shottet die einfach. Ich glaube nicht, dass das eine, ich meine ganz klar, dass das eine Classic war. War schon sehr lustig. Und dann so noch so die Animation so zwischendrin, das hat sich, das war sehr clunky aus, muss ich sagen. Okay. Okay. Oh, Steffen zieht rein. Tschüss. Aua. Wiedersehen. Wiedersehen. Schuhe lasse ich hier. Aber kurz auf die Terrace. Nee, ist irgendwie eklig draußen. Das stimmt. Ah, bisher noch nicht so viel, ne? Nee. Leider nicht. Leider. Aber was will man tun? Was will man tun? Der Lack ist halt immer. Ist der fucking Pokémon-Gott auf deiner Seite? Bitte? Ist der Pokémon-Gott auf deiner Seite? Hast du das Herz der Karten? Ich habe das Herz der Karten, glaube ich, schon heute. Ja? Ja. Hast du das jetzt nochmal alles gezogen? Ach, die Hits stehen ja vorne dran, ne? Sehe ich jetzt. Ja, Ja. das stimmt. Kannst rüberkommen. Ja, er muss wieder rüberkommen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich will. Ja, okay, doch, die sind. Sehr nice. Und ein Kronjuwelt Holo. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Wenn eine Katze wiederkommt, dann darf ich nicht. Ich überlege am Anfang, wenn man das Licht anmacht. Das Licht anmacht, das. Das wäre vielleicht. Das würde schon das Setting ein Kann bisschen sich denn verändern. das Foto vielleicht ein bisschen besser? Genau, ja. Das stimmt. Das ist schon besser. Konnte man sehen. Sieht man das? Sieht man das? So ein Blenden. Die Schere. Ja. Kann ich ja auch schon mal machen, nebenbei. Damit wir stehen bleiben. Ne? Erstmal. Kanivana Reverse und ein stinknormales Xatu. Langweilig. Geht's, ne? Auf geht's, ja, aber erstmal ist der andere Boy. Das ist halt, Oh, hast du schon was gesehen? Nein. Ja. Ich habe nichts, also ich habe, entweder Das war ist. nichts Spannendes dabei oder ich habe euch blind. Also, das kann ich aber so auf jeden Fall sagen. Grandiras Reverse. Und du hast es Ich übersehen, hab's auf jeden übersehen, Fall. auf Ja, jeden Luis Fall. hat den Ja, okay, GX. das ist Ja, natürlich. das ist doch. Das habe ich auf jeden Fall Alles schön. übersehen. Das habe ich auf jeden Fall übersehen. GX, warum ist es dann nicht in der Schulform? Das wäre viel nicer, oder? Gibt es wahrscheinlich auch noch. Oder Ja. vielleicht ist die Full Art, vielleicht das in der. Ist das kein Full Art? Nein, das ist eine normale GX. Okay. Würde halt Sinn machen, ne? Ja. Also es gibt auf jeden Fall auch eine Karte, wo das in der. Schwarmform ist oder wie auch immer das Ding heißt. Ja. Das sieht irgendwie voll komisch aus, das Zeichen. Ja. Und man ist halt eine ganz andere Farbe von Drache gewöhnt. Ja, irgendwie schon. Aus den Spielen halt. Ja.
Ja, auf dem Spiel halt ist es mehr so lila eigentlich. Ja, ne? Es ist so tiefes Blau, lila. Das sieht ein bisschen weird aus immer. Ja, ich wusste nicht, dass es schon immer so aussah eigentlich. Ist schon seit der 5. glaube ich, ist das drin. Der Typ. Ich finde die Typen so immer komisch. Drache, meinst du, okay. Drache hier im Spiel. So. Also im TCG. Gab's das davor nicht? Nee. 4. oder 5. Gen, so ist dazugekommen. Also gab's ja vor einfach nur ein Feuer das oder so, ne? Nein, okay, das ist keine Rolle, ich dachte gerade. Bitte? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ein Drache früher. Früher waren die Drachen, also zum Beispiel Dragoran war einfach normal. Das weiß ich. Rayquaza auch. Ja, das, da habe ich eine Karte von. Ja. Die Karte noch nicht gegriffen. Die habe ich letztes Mal gezogen. Ah, ja, die hast du mir so gezeigt. Die ja, aber war. Die ist ja nice. Die ist krank einfach. Da Baby Reverse. Und, oh, das ist sehr geil. Das ist damn. sehr, sehr schön. Nein, Alter, jetzt auch. Oh, damn. Oh, das mein ist sehr Tag, schön. Alter, das ist krass. Okay. Das ist, holy shit. Ja, sicher, dass du das noch aufmachen willst? Und die sieht auch an sich überall eigentlich ziemlich clean aus. Nur Centering ist ein bisschen off, glaube ich. Das ist sick einfach. Ja, aber das ist doch sehr, sehr, sehr schön. Ah, das ist schon krass. Du brauchst wahrscheinlich auch das hier, ne? Ja. Das Artwork hier ist ja mega nice drauf. Ja. Ja, in der Höhle sind so, ist ja schon geil. Das ist schon mega sick. War ich auch hart. Dann ist der Dreck angekommen. Das ist, ja, das ist ja, also ja, damit. Sehr, sehr nice. Bin ich doch schon sehr zufrieden, auf jeden Fall. Und mit dem Bisaflor. Mit der Bisaflor-Karte. Das ist doch schön. Ja, das ist. Ja, und die, wann hast du von den Promokarten? Von der Box, die ich mir gekauft habe. Ja, die sehen aber nass aus, wenigstens. Ja. Finde ich schon krass eigentlich. Aber gut, das muss er ja mit seiner Rambo-Karte wieder toppen. Ja, wie hey, du hast deine Sachen noch nicht aufgemacht. Nein, habe ich auch nicht. Ja, wenn da das Glurak drin ist, dann wenn das Glurak drin brauchst ist, du auch nicht mehr meckern. Dann meckere ich gar nicht mehr. Dann gehe ich nach Hause. Und die letzten Male waren meine Pulse jetzt auch eher. Ja, stimmt, die letzten Pulse. Unbefriedigend. Die waren sehr ich mal so. Ja. Oh, was machst du? Ich stelle das mal hier ins Bild wieder. Für Pro. Also, oder. Ich stelle das jetzt ins Bild. Hattest du die nicht auch schon? Ja, genau, die habe ich. Ich weiß gar nicht, welche von denen Mehrwert ist. Aber ich würde mal pauschal sagen, die Rainbow-Karte. Rainbow. Das andere war schon. Oh, Mimikma, die habe ich noch nicht. Oh, die habe ich auch. Die ist, Die habe ich beim letzten Mal. Das ist sehr geil. Und ein normales Kolossal. Ich glaube, ich beim letzten Mal so Glück bei der Shining Legends hatte. Bei Shining Legends? Ja, ich meine bei Welten im Wandel. Weil ich habe die alle auch rausgezogen gehabt. Die habe ich auch. Ja, gut, so selten sind die halt nicht, ne? Nee, aber die sind halt mega sweet. Also. Aber die sind mega nice, ja, das stimmt. Ich finde diese auf Full Arts vom Trainer halt auch schon ja, die sind sehr nice. Super clean. Weißt du nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wo ich Ash habe, weil ich Pikachu generell habe. Ach, die ist hinten dran, ne? Das sind die einzigen Pisser Zauber, ich finde schon krank eigentlich. So, zwei Packs haben wir noch. Wie viel hast du aufgemacht? 18. 18, okay. Oh, jetzt kommt's. Ach, davon. Dein vorletztes. Putz die raus. Oh, ups. Scheiße. Keine Ahnung. Was denn? Nichts, ich hab nicht hingeguckt. Hä? Auf die anderen Karten. Ach so. Ja, deswegen guckst du, weil ich so da aufgestartet habe. Aber ich hab nichts gesehen. Golbit. Reverse Evoli und ein normales Kravell.
Krabbel? Krabbel? Wie wird das ausgesprochen, Steffen? Ist das die fette Krabbe? Ja. Und wenn die so Krawall oder so nennen, ne? Krawell, ja, was? Ja. Hier, der steht. Na guck, die sieht ja jetzt anders aus, so als die andere, ja, weil es halt die wir vorhin hatten. Ja, genau. Die hier meinst du, ja, halt, genau. Ja, weil das ist ja halt, das ist halt aus Rebel Clash, ja, ist das hier. Und das ist halt Welten im Wandel, das ist ein komplett anderes Set. Ja, das ist so eine Mond-Ära. Ist ja immer abhängig von der Ära. Das ja, das ist Rebel Clash nicht auch so? Ist Schwert und Schild. Ach, Schwert und Schild, stimmt. Ja. Mit Fuck-Check. Mimikma. Und die letzte Karte ist Branavaz. Gutes Ende. Das gute Ende mit dem Branavaz. So. Ja, das war's. Das warte, ich zeig vielleicht noch einmal kurz, falls ich irgendeinen vergessen habe. Na, glaube ich nicht. Ich zeig jetzt nochmal. War irgendwas Wildes dabei, oder hat? Irgendein wilder Code dabei? Nee, es sind halt nur die Codes von denen halt. Das sind einfach random Packs dann nochmal so gesehen, halt nur online. Ja. Und irgendwelche krasse Kombinationen, 187. 187. Die werden auf jeden Fall sehr viel wert sein. Ja, wir denken an Trimax, der immer noch meint, dass 187 eine Band ist. So.